Juhu! Es gibt was zu trinken! Was? Ins dunkle Land sind Sie? Und ihr ja furchtbar schrecklich groß. Dieses dunkle Land mag ich aber gar nicht, Dexter. Und Baby mag es auch nicht. Ich auch nicht, Winkle. Aber sollte das singende Schwert wirklich hier sein, dann werden wir es finden. William! Eine Botschaft von Chloe. Lieber Dexter, du bist in schrecklicher Gefahr. Renwick weiß, dass du im dunklen Land bist. Er hat sich aufgemacht, um dich gefangen zu nehmen. Soll das heißen, dass Renwick kommt hierher jetzt? Oh, da sitzen wir ja schon in der Patsche. Na, großartig. Winkle, geh auf Beobachtungsstation, schnell. Aber klar doch, Dexter. Hier, halt mal Baby. Verstecken? Wo? Hier? Jetzt? Hier gibt es kein gutes Verstecken. Haltet die Augen offen, Männer. Sie sind ganz in der Nähe. Ich spüre es. Lauft! Da ist der Prinz. Ergreift ihn! Vielleicht kann er uns das sagen. Wer ist da? Ja, wer? Das ist das singende Schwert. Das singende Schwert? Ja, wir haben das singende Schwert gefunden. Wie genau auf mir auf meiner Zeichnung. Das ist wunderschön. Kommt schon, so helft mir doch. Fester, zieht fester! Ich bin frei, ich bin frei! Das singende Schwert, juchai! Oh, Jesus! Zu aller Welt König, bald ich frei! Ich glaube, ich träume. Nun muss ich Renwick vor uns hüten. Wir werden ihn für alle Zeiten aus dem Königreich jagen. Meister Phineas wird stolz auf uns sein. Ja, wir werden alle richtige Helden werden. Schwert, bring uns zu Renwick. Renwick, Renwick, hüte dich, oh Renwick. Haltet euch fest an mir. Hilf mich, oh Renwick, ihr Fahrplan! Oh nein, das müssen wir Meister Phineas erzählen. Oh, das Jagdfieber hat mich gepackt. Ja, ein brennendes Jagdfieber. Hier ist Renwick. Das ist es, das singende Schwert. Rühr dich nicht von der Stelle und händige mir die Krone meines Vaters aus. Los, her mit dem Schwert. Du Rotznase! Weißt du was, Renwick? Jetzt werden wir im Schloss einziehen. Ja, und jeder wird sein eigenes Zimmer haben. Und wir werden uns nicht mehr vor dir fürchten müssen. Her mit der Krone, Renwick! Nicht so hastig, Jüngelchen. Ich kann euch Schätze geben, die viel kostbarer sind als diese alte dumme Krone. Hier, nimm diesen Zauberring. Seine Macht ist viel größer als die dieses kümmerlichen, armseligen Schwertes. Ja? Ist das wahr? Natürlich. Ich will es euch beweisen. Du musst doch sehr viel lernen, Jüngelchen. Nun ist das singende Schwert mein. Nun will ich sein. Sein ist meine Gunst. So läuft's nun mal in der magischen Zunft.
Gefahr! Oh, nun sitzen wir aber böse in der Tinte. Legt sie in Ketten und werft sie in den Kerker, aber lasst ein Plätzchen für euren Zaubermeister übrig. Denn er wird euch schon in Wälde Gesellschaft leisten. Schwert auf! Suche diesen elenden Phineas! Dieser elende Phineas, wo immer er auch sei, seine Tage sind gezählt. Bald ist's mit ihm vorbei. Ich hasse diesen Randwick. Und ich erst. Alle meine Weichen, lalalala, lalalala, Lulu, was ist nur los? Wo sind die Kinderchen? Sie haben das singende Schwert gefunden? Jetzt erzähl mir nur nicht, dass Sie damit gegen Renwick gezogen sind. Wenn uns irgendetwas hurtig zum Schloss bringen kann, dann ist es dieses Gefährt hier. Lulu, entfache Feuer unter dem Kessel. Als ich dieses Ding vor geraumer Zeit erfunden habe, habe ich es Schnurromobil genannt. Aber verflixt, ich weiß nicht mehr warum. Das war er! Das war Phineas! Dexter! Tja, was meinst du, Freundchen? Ist es nicht schön, wieder zu Hause im Schloss deines Vaters zu sein? Eine Frage, wie kommen wir hier jemals wieder raus? Frag ihn das erst, der Prinz. Sie sind weg. Weiß jeder, was er zu tun hat? Könnten wir da vielleicht noch einmal durchgehen, Dexter? Ist ja gut. Also los! Wache! Alle meine Freunde sind entflohen! Sei still, du Küchenschabe! Niemand entkommt aus diesem Kerker! Na schön, was soll der unten? Jetzt! Wo seid ihr? Oh, wenn ich euch in die Finger kriege! Beeilt euch schnell! Ja! Wagt es nicht! Macht sofort auf, ihr kleinen Bälber! Oh nein! Zurück, du Scheißer! Verschwinde! Was denn? Ihn hier schließlich, der Prinz! Wir setzen unseren Verschwindezauber ein! Aber Dexter, der hat doch das letzte Mal nicht funktioniert! Weil wir den Zauberspruch nicht richtig gesagt haben. Es muss heißen Schnatzel, Schnitzel, Radius, Verschwindibus, glaube ich. Es hat geklappt. Klar, was hast du denn erwartet? Schnell, kommt, wir müssen Rendig aufhalten, bevor er Meister Phineas findet. Dexter! Louis! Schnell hier rein! Wo führst du mich hin? Ist dieser elende Zauberer etwa in meinem Schloss? Da ist er! Ich spüre sie weiter! Ach, dann wird er es nicht mehr lebend verlassen. Die Luft ist rein. Dann nichts wie raus hier. Wir müssen Renwick finden. Ich hab ihn schon gefunden! Gut, was machen wir jetzt? Frag ihn das hier schließlich, der. Garm, würdest du gefälligst damit aufhören? Phineas, komm heraus, damit dein Schicksal sich erfülle! Hier bin ich! Der ist Finn! Und ich will das Schwert! Ach, wirklich? Dann hol es dir, wenn du es vermagst!
Abrakasum! Deine Magie ist nicht länger von Wirkung, Zauberer! Mit diesem Schwert bin ich der mächtigste Hexenmeister auf der ganzen Welt! Los, Meister Phineas! Zeigt ihm, wer der Beste ist! Renne! Überschätzt dich nicht, Phineas! Du bist mir nicht gewachsen! Nicht zu voreilig, Renwick! Nicht verzage, nicht plärren, doch müsst ihr wohl zerren, denn ich kann nicht sein Diener zweier Herren! Das Schwert ist mein! Wachen! Ergreift ihn! Unsportlich! Winkel, bring mich da runter! Halt dich an mir fest, Dexter! Ich hab dir doch gesagt, dass du mich niemals besiegen kannst! Mein Schwert! Nein, Renwick! Mein Schwert! Ja, sein Schwert! Ja! Dein Schwert! Und nun ruf deine Wachen zurück! Weil du es sagst, niemals! Lass den Zauberer frei! Ja. Super, klasse, Dexter! Zeig ihm, wer hier der Prinz ist! Ja! Mit dem singenden Schwert kannst du das ganze Königreich beherrschen! Sogar die ganze Welt! So ist es! Du solltest eines bedenken, Dexter. Solange dieses Schwert existiert, wird im Königreich kein Friede einkehren. Die Menschen werden es fürchten und darum kämpfen, es in ihren Besitz zu bringen. Sieh nur, welch Unfrieden es bereits gestiftet hat. Nein! Bitte nicht schon! Es könnte böse enden! Cirrus Radius Verschwindigus! Du hast richtig gehandelt, Prinz Dexter. Ergreift sie! Meister Phineas, schnell! Der vermaledeite Phineas, der Tag wird kommen, Dexter. Ich verstehe das nicht, Dexter. Wie hast du es nur geschafft, dass der verschwindende Zauber doch noch funktioniert hat? Ja, Winkel, man muss nur üben, üben und nochmal üben.